Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 4. Dezember 2018 nach indischen Astrologie. Bevor ich beginne, möchte ich die Neuigkeiten verkünden. Ab sofort biete ich WhatsApp-Beratungen an für 10 Euro. Unten in Infobox befindet sich meine Nummer. Dann, ich biete Handlesen an auch als WhatsApp-Beratung an, auch für 10 Euro. Dazu benötige ich 2 Bilder. Einmal von linker Hand, einmal von rechter Hand. Schreibt bitte die Geburtsdatum noch dazu. Falls ihr Linkshändler seid, auch mitteilen, weil dann muss ich die Bilder anders deuten. Dann habe ich ein tolles Angebot bis 31. Dezember 2018, eine Videoberatung. Selbstverständlich anonym. Das beinhaltet ein Geburtshoroskop-Analyse und dazu noch ein Jahreshoroskop für Jahr 2019 für 25 Euro. Damit möchte ich Astrologie näher bringen und meine Dankbarkeit für euch ausdrücken. Ihr dürft wählen. Wünscht ihr das nach westlicher Astrologie oder nach indischer Astrologie oder lieber nach chinesischer Astrologie? Dazu benötige ich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Ihr könnt ab sofort diese Videoberatung, diese Überraschungsvideo buchen. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Dann, ganz interessantes Thema. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse der Rauhnächte. Und dieses Video habe ich nicht veröffentlicht. Ihr könnt aber nachfragen per E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Dieses Klärungsvideo über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte, ist kostenlos und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Und dann starten wir die einzelnen Tage und das beginnt am 25. Dezember und das steht in Verbindung zum Januar. Da werde ich eine Legung machen, bespreche die einzelnen Themen. Und was kommt am Januar? 26. Dezember ist der zweite Tag, das steht in Verbindung zum Februar. 27. Dezember steht in Verbindung zum März. 28. Dezember steht in Verbindung zum April. 29. Dezember zum Mai. 30. Dezember zum Juni. 31. Dezember zu Juli, 1. Januar steht in Verbindung mit August, 2. Januar mit September, 3. Januar mit Oktober, 4. Januar mit November und endet 5. Januar steht in Verbindung mit Dezember 2019. Und damit endet sich die Rauhnächte. Und 6. Januar ist dann die Krönung, die Heilige Drei Könige. Jeden Tag kommt eine Aufnahme, eine Legung und eine Voraussage, was kommt Jahr 2019 in einzelnen Monaten. Und in Mitternacht mache ich ein Ritual, immer bezüglich auf den einzelnen Monaten und die Themen. Da habe ich eine Liste gemacht, ihr könnt es per E-Mail nachfragen, ihr bekommt diese Liste. Und dann könnt ihr das überlegen, welches Thema interessiert euch, in welchem Ritual wollt ihr gerne teilnehmen. Und diese Teilnehmer pro Tag, pro Ritual kostet 10 Euro. Und jetzt zu dem heutigen Tageshoroskop nach indischer Astrologie.
Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen, dass das Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Es ist zwar nicht viel, aber im laufenden Jahrhunderten und sogar Jahrtausenden macht diese Bewegung doch was aus, und das ist der Unterschied bei der Berechnung. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, dass das anderes ist als im westlichen Horoskop. Sonne befindet sich in den Tierkreiszeichen Skorpion. Und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Hier ist die Wasserelement und hat einen Einfluss auf unseren Gefühlen, auf unserem Unbewussten, aber auch zu unseren Träumen, unserer Fantasie. Also hier befindet sich die Sonne im Wasserelement. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, und die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Ich setze Mond zum Luftelement. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann, also setze ich auch zum Luftelement, weil die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Merkur ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, es bremst etwas, auch unserer eigenen Sprache, dass wir manchmal verschlucken die Worte und können wir uns nicht so ausdrücken, wie wir das möchten. Bedeutet diese Rückläufigkeit auch, dass ein Termin oder ein Vertrag wird, gibt es Zögerungen. Rückläufigkeit bedeutet aber auch Vergangenheit. Alte Themen kommen wieder zum Sprache oder eine Person meldet sich von Vergangenheit. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, gehört zum Wasserelement. Ich setze Merkur zum Wasserelement. Jupiter ist auch im Skorpion. Ich setze Jupiter auch hier im Wasserelement. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Das ist Luftelement. Ich setze Venus zum Luftelement. Und mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten. Saturn erdet, hält die Energie zusammen. Saturn setzt sich die Mitte. Nach indischen Berechnung bewegt sich Saturn im Feuerelement und erteilt uns Lernaufgabe, dass wir die Feuerelement bewusster wahrnehmen sollen. Und das bedeutet Mut, Kraft, Bewegung, Aktivität, aber bedeutet auch Begeisterung und Leidenschaft. Wenn wir dieses Bild anschauen, dann erkennen wir, es fehlt etwas. Es fehlt die Feuerelement. Saturn zeigt nur, wir sollen das bewusst wahrnehmen, belehrt uns. Und was noch fehlt, das ist die Erde-Element. Und das ist das Gefühl zum Haben, wir bewegen uns in einen sicheren Boden. Erde-Element hat auch einen Bezug zur Realität, auch für Bodenständigkeit, auch für Materie, also auch für Finanzen. Und weil dieses Element fehlt, natürlich brauchen wir die Ausgleich. Die Ausgleich gibt uns, wenn wir in Natur uns bewegen. Die Ausgleich gibt, wenn wir gerade um die Finanzen kümmern. Die Ausgleich gibt, wenn wir mehr Stabilität in die Beziehung bringen. Mehr Ausgleich gibt, wenn wir die Realität auch vor die Augen behalten. Und so sind die Verteilung zwischen den Elementen, was gerade betont ist, das ist die Wasserelement und die Luftelement. Die Gefühle und dazu kommt die Luftelement, die Kommunikation, die Verbindungen, die Leichtigkeit, und das ist aktiv. Die anderen beiden Elementen kommen etwas kurz,
Aber damit wir in Harmonie sind, sollen wir in diese Richtung auch etwas tun, Bewegung und Sport oder Begeisterung zeigen. Und die Erde-Element habe ich schon erklärt. Und jetzt schauen wir die Verbindungen an und ich übergehe jetzt auf den zweiten Teil des Horoskopes. Jetzt sind wir in dem zweiten Teil des Horoskopes. In die Mitte befindet sich ein Engel. Das sind meine eigenen Engelkarten und das entspricht die Kabbala. Kabbala ordnet die Engel, ordnet nach Namen, ordnet auch nach Zahlen. Und die Kabbala beschreibt, dass jeden Tag haben wir einen anderen Engel, der uns schützt im Tag. Jeden Tag herrscht ein anderer Engel. Die heutige Engel heißt Engel Menadel und hat die Zahl 36. Engel Menadel ist der Engel der Arbeit, unterstützt uns gerade in unserer beruflichen Situation oder hilft uns beruflich neu orientieren, hilft uns die spirituelle in die praktischen umsetzen, hilft uns von schlechten Gewohnheiten zu befreien. Engel Menadel ist die Engel für Magie, Heilkräuter und Edelsteine. Hilft uns befreien von etwas, was uns gefangen hält und hilft uns, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Steht zum Mars in Verbindung und das ist die Mut und die Kraft, alles, was in Bewegung setzt und natürlich auch gibt uns die Kraft, uns beweisen, uns durchsetzen im Leben. Dieser Engel steht in Verbindung zum Erde-Element. Das ist natürlich Sicherheit, Stabilität und steht noch in Verbindung zum Jungfrau. Also unserem Leben in Ordnung bringen oder um die beruflichen kümmern, um unsere Arbeit kümmern. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont auf und steht in einem Platz, was man erste Haus nennt. Ich mag diesen Begriff Haus überhaupt nicht. Für mich sind es keine Häuser, für mich sind es Lebensbereiche. Also ich werde in Zukunft auch immer mehr diesen Begriff Haus vermeiden. Also hier in diesem Lebensbereich handelt sich um unserem Aussehen, handelt sich um unserem Auftreten, und wir arbeiten an unserer Persönlichkeit. Natürlich für die Skorpiongeborenen ist das gerade ein wichtiges Thema. Und weil hier ein Aufstieg ist, wie ein Sonnenaufgang, das ist auch wichtig. Etwas sichtbar machen oder suchen nach die Wahrheit oder dieses Bedürfnis wahrgenommen werden. In dieser Zeit ändert sich bei vielen Menschen etwas am Aussehen, neue Frisur oder neue Kleider, besonders bei Skorpiongeborenen. Und das ist auch die Ausstrahlung. Im zweiten Platz oder zweiten Lebensbereich, ich vermeide das Haus, im zweiten Lebensbereich handelt sich um Werten. Werten, dazu gehört auch Selbstwertgefühl, Wertschätzung und auch die Finanzen. In diesem Platz befindet sich die Schütze. Natürlich für die Schützengeborenen ist das sehr wichtig gerade. Und sie sollen momentan um die Finanzen kümmern, aber auch um auch an ihren Selbstwertgefühl. Im dritten Platz, im dritten Lebensbereich befindet sich Medien, Kommunikation, Schulungen, Austausch. Aber hier gehört auch die Verbindung zum Verwandten, Nachbarn, dieser Austausch in unserer vertrauten Umgebung. Und diesem Bereich, diesem Lebensbereich ist gerade die Tierkreiszeichen Steinbock. Das sind Monatsthemen, weil das zwar ändert sich, das verschiebt sich, also immer mehr bewegt sich in diese Richtung,
und kommt dann die nächste Tierkreiszeichnung. Das ist ein Übergang. Aber immerhin, die einzelnen Tierkreiszeichnen geben die Themen an und haben einen Bezug zu diesem Lebensbereichen. Im tiefsten Punkt des Horoskopes liegt die Tierkreiszeichnen Wassermann. Und dieser tiefste Punkt bedeutet Basis, Fundament. Da sind wir angekommen und symbolisiert unserem Zuhause. Und in diesem Lebensbereich wirkt die Tierkreiszeichnen Wassermann. Natürlich für die Wassermann-Geborenen, das sind auch wichtige Themen. Das kann bedeuten Veränderungen in Wohnsituation oder ein Umzug. Im nächsten Lebensbereich sind die Kinder, aber symbolisiert nicht nur die Kinder, sondern unsere eigenen Kindheit oder das innere Kind. Und hier liegt auch die schöpferische Kraft, auch das Spaß am Leben, etwas spielerisch betrachten. Und dieser Spaß am Leben gehört auch zum Partnerschaft, diese Leichtigkeit, auch die Sexualität, aber wirklich mit Leichtigkeit. Und in diesem Platz liegt die Tierkreiszeichnen Fische. Und das sind wichtige Themen, Monatsthema gerade für die Fischengeborenen. Der nächste Lebensbereich liegt die Alltag, die Arbeit, aber auch die Gesundheit. Und das sind Monatsthema gerade für die Wiedergeborenen. Im siebten Lebensbereich, ich vermeide das Haus, ich kann nur immer wieder sagen, wenn das möglich ist, benütze ich dieses Wort Haus nicht. Mich stört das. Also in diesem Lebensbereich Partnerschaft liegt gerade die Tierkreiszeichnen Stier. Also für die Stiergeborenen ist die Monatsthema die liebe Partnerschaft. Und die nächste, die achte Lebensbereich, befindet sich die Wandlung, die Transformation. Und diese Wandlung, diese Transformation machen gerade die Zwillingsgeborenen. Und dann kommt die Reise, eine große Reise, hat mit Ausland auch etwas zu tun, aber bedeutet auch die innere Reise, die Suche, die Zusammenhänge des Lebens, die Suche nach Gott, wo wir Halt bekommen. Diese innere Reise bedeutet das auch. Und hier in diesem Bereich liegt die Tierkreiszeichnen. Krebs ganz oben, das Spitze des Horoskopes, ganz oben ist gerade die Löwe. Und das ist die Ansehen, Anerkennung, bedeutet dieser Platz auch die Berufung zum Leben. Und dann kommen die Wünsche, die Hoffnungen, aber auch Freunde. Und wir sollen Freunde haben mit unserem eigenen Wünsche. Also auch die Freundschaften gehören zu diesem Bereich. Hier befindet sich Jungfrau und dann die Geheimnisse und karmischen Themen. Das ist der letzte Lebensbereich und hier befindet sich die Waage. Und das sind die Monatsthemen und das bleibt auch, obwohl das alles verschiebt sich. Also das ist eine Bewegung, das bleibt nicht so stehen, sondern das bewegt sich alles dann in die Richtung, wo dann die Schütze übernimmt diesen Platz und so weiter. Und jetzt schauen wir, wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten. Sonne befindet sich natürlich bei Sonnenaufgang hier bei Skorpion. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Hier in diesem geheimnisvollen Bereich. Hier befindet sich Mond, genau. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Das ist die Wohnsituation. Merkur ist rückläufig, befindet sich im Skorpion. Jupiter ist auch im Skorpion. Venus befindet sich auch im Waage. Also Liebe, Gefühle sind sehr wichtig, karmischen Begegnungen in diesem Platz. Und die Tierkreiszeichnen Waage hat sowieso einen Bezug zum Partnerschaft, aber das ist sehr geheimnisvoll. Entweder eine geheime Liebe oder karmische Begegnungen.
Saturn ist im Schütze und das hat mit Werte und mit Finanzen etwas zu tun. Und Saturn belehrt besonders die Schützengeborenen. Uranus befindet sich im Tierkreiszeichen Widder, ist rückläufig. Und das hat mit Alltag was zu tun, mit Gesundheit, mit Arbeit was zu tun. Hier kommen Umbrüche und Veränderungen bei Gesundheitsthemen. Uranus, bei Uranus Einfluss bedeutet die Nervensystem. Astromedizinisch ist Uranus zum Nervensystem zugeordnet. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Ich setze hier zum Wassermann und Pluto ist im Schütze. Sonne und Mars stehen in Verbindung, ist eine Spannung, also Sonne und Mars stehen in Spannung und das bedeutet, entweder kommt hier bei Sonneneinfluss etwas in Wahrheit und dadurch entsteht dieser Stress und das erleben die männlichen Personen. Kann mit diesem geheimen Liebe zusammenhängen, schließe ich nicht aus, aber würde ich nicht zu jedem Mann zuordnen, diese Themen. Aber etwas Unangenehmes passiert. Sonne symbolisiert auch der Vater, also kann auch Vaterthemen sein. Oder es ist unangenehm, die Wahrheit auszusprechen oder etwas zum Klären. Sonne symbolisiert auch die Lebenskraft und genau hier in diesem Platz bei Zuhause, dieser Rückzug kann auch bedeuten, dass die Männer sich überfordert fühlen, fühlen sie sich kraftlos und brauchen einfach den Rückzug und die eigenen Zuhause zum Genießen. Jupiter steht eine Verbindung zum Mond, da kommt eine gewisse Unterstützung und es handelt sich um Gefühlen, auch um die Gerechtigkeit, auch Möglichkeiten, Chancen im Leben zu ergreifen und diese Tagesenergie ist da, Mond wirkt auf den Tagen, dass auch Glück da ist, die Chancen, Möglichkeiten und weil Venus auch einen Einfluss hat zu dieser Mondenergie, natürlich das auch in die Liebe, Partnerschaft. Dieser Mond von Tierkreiszeichen Waage unterstützt diese Mondenergie, die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen, aber auch die Zwillingsgeborenen, unterstützt die Löwengeborenen und die Schützengeborenen, spiegelt etwas für die Widdergeborenen, die liegen gegenüber. Und das bedeutet für die Widdergeborenen inneren Gleichgewicht bleiben, und die Gefühle achten. Diese Mondenergie hilft für Jungfraugeborenen und auch für die Skorpiongeborenen, verunsichert die Fischengeborenen und die Stiergeborenen, entsteht heute als Tagesenergie innere Unsicherheit und entsteht Spannung bei den Tierkreiszeichen Krebsgeborenen und bei den Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen. Das wirkt auf dem Tag und wenn Mond übergeht, dann in Tierkreiszeichen Skorpion, dann ändert sich in den Tagen die Energie. Mond befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Svati. Nicht nur Mond, sondern auch Venus ist auch in diesem Mondhaus, stehen in Verbindung. Svati hat einen Einfluss von Kreuz des Südens und diesem Standbild befindet sich die Südpol und dient zum Orientierung, also Neuorientierung in die Liebe Partnerschaft und das sagt auch das Gefühl. Und Svati bedeutet auch das Selbst zu leben und auch Seele bedeutet auch übersetzt, also seelische, karmische Verbindung handelt sich hier. Und in indischen Beschreibung ist das ein Kreuz aus zwei Schwertern und symbolisiert auch das Schwert. Und das Schwert ist dafür da, die Angst zum Trennen, also Trennen von Ängsten, so wie Erzengel Michael trennt die Angst
mit seinem Lichtschwert. Also so sind die Verbindungen, so sind die Monatsthemen. Und was sehr viel Energie fließt gerade, das ist das Tierkreiszeichen Skorpion. Einiges bewegt sich bei den Tierkreiszeichen Schütze, auch bei Wassermann. Und Veränderungen, Umbrüche ist möglich bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen. Natürlich bei Waagegeborenen ist das wichtige Thema Liebe, Partnerschaft und die Gefühle. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt euren Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück.
Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.